Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Whispered World. Das hier wird die letzte Folge sein, auch wenn sie wahrscheinlich etwas länger dauert. Nehme ich mal an. Oder vielleicht ist sie auch gleich zu Hause zu Ende. Corona, das prunkvolle Schloss Ihrer königlichen Majestät. Und keine Menschenseele da, um uns aufzuhalten. Alles steht still. Es geht doch nichts über den Geschmack stehender Luft. Komm mit, Gorni, ich will meinen Thron beziehen. Da würde ich sagen, gehen wir mit. Gehen wir automatisch mit. Ach nee, zum Thronsaal. Blödi. Hier ist wirklich keine Menschenseele mehr. Das Gefolge des Königs scheint diesen Ort bereits vor langer Zeit aufgegeben zu haben. Aber irgendwer muss hier sein. Gut beobachtet, Garni. Die Zeit steht bereits still. Das Gefüge von Raum und Zeit wurde angehalten. Ja. Doch was bedeutet das für unseren Plan? Was das bedeutet? Es bedeutet, irgendwer war so dumm, uns die Arbeit abzunehmen. Okay. Wir können entweder zurück oder raus. Versuchen mal rauszugehen. Hey, du da! Stehen geblieben! Oh. Das ist doch wieder dieser Schnüffler, der Clown. Der kleine Mann verfügt über eine erfrischende Aufsässigkeit. Ich beginne ihn zu mögen. Los, Garni, schnapp ihn dir! Wirf ihn in den Kerker! Und sieh gleich nach, ob du noch irgendwo andere Störenfriede findest. Was für ein Schlamassel. Kann es überhaupt noch schlimmer kommen? Hi, Bobby. Ein paar Ohrfeigen würden ihm gut tun, aber ich komme nicht ran. Ich will eigentlich nicht mit ihm reden. Kuckfuß, komm hier nicht ran. Steine, da kommen wir auch nicht ran. Steht der Wärter wieder draußen? Hey! Hallo! Was ist da los? Was willst du, Knirps? Ich will eine andere Zelle. Ich will in eine andere Zelle. Warum dies? Es ist mein Zellennachbar. Sein Jammern ist nicht zu ertragen. Hey! Was soll das denn heißen? Ja! Die kleine Kröte ist unausstehlich. Unausstehlich? Na hör mal! Bah, sie winselt und winselt! Bitte, ich halte es nicht mehr aus! Ihr wisst schon, dass ich jedes Wort mithöre, oder? Ja, er macht es schon wieder! Na gut, ich werde eure Käfige verstellen. Dann hängt ihr nicht mehr so nah beieinander. Hoffentlich hat das Winseln dann ein Ende. Okay, komme ich jetzt an den Stein ran? Hier ist Stein. Was kann ich mit dem jetzt machen? Oder mit denen? Das wird nicht viel bringen. Ich will Bobby anwerfen. Lass das! Oh, und wenn nicht? Hey, aufhören! Hallo, Wache! Ich werde mit Kieseln beworfen! Er soll damit aufhören! Ihr zwei seid eine echte Plage! Es war offenbar keine gute Idee, die Käfige so zu verstellen. Ich werde die alte Position wiederherstellen. Aber wehe, ihr gebt dann keine Ruhe! Ich schieße ihn nochmal ab.
Goldstein. Kann ich mit dir meinen Käfig öffnen? Nein. Ja, halt. Mal sehen, was passiert, wenn ich diese Umlenkrolle blockiere. Es wird irgendwas passieren. Wir haben immer noch die Kieselsteine. Bewerfen wir nochmal Bobby. Hey, lass das! Wache! Er hat wieder angefangen, mit Kiesel zu werfen! Einmal verstelle ich die Käfige noch. Aber nur, wenn die dann wirklich Ruhe gibt. Was ist das? Er scheint etwas zu haken. Hm? Autsch. Wo bin ich? Himmel, die ganze Welt ist zerbrochen. Ja, Mist, ne? Okay, die kann ich wieder aufnehmen. Spot, oh Spot, was ist bloß mit dir geschehen? Wenigstens bist du nicht ins Nichts gestürzt. Ich werde dich irgendwie wieder gesund machen. Und dann bleiben wir für immer zusammen, ja? Ja, klar. Und so kommen wir wieder nach oben, okay. Ich nehme den mal noch mit. Jetzt mal gucken, was wir mit ihm sprechen können. Hey! Hallo! Was ist jetzt noch? Ich will mit Luko sprechen. Luko ist jetzt der König. Er ist mit Herrschen beschäftigt. Dann muss er mir eben eine Audienz gewähren. Muss er das? Ich vermute, dass er das anders sieht. Das würde ich gerne von ihm selbst hören. Du bist ein mutiger kleiner Knirps. Was willst du überhaupt von ihm? Ich habe ihm ein Angebot zu unterbreiten. Ein Angebot? Warum sollte ihn das interessieren? Vielleicht, weil er ein raffgieriger Despot ist? Ja! Da kann ich nicht widersprechen. Ja. Warte einen Augenblick. Ich muss erst die Tür entriegeln. Du hast also ein Angebot. Ich bin sehr gespannt, kleiner Mann. Sprich los. Ich auch. Ja, wenn dann Clown, ne? Ich will meine Dienste als Clown anbieten. Sehe ich so aus, als ob ich gerne lache? Nicht wirklich, aber ich gebe zu bedenken, dass die Ewigkeit lang werden könnte. Ganz ohne Unterhaltung. Da hast du nicht ganz unrecht. Du kannst es ja mal versuchen. Okay. Nein. Ich kann das Alphabet rülpsen. Das klingt erst einmal noch nicht sehr beeindruckend. Aber versuch euch dein Glück. Oder wenn ich seinen Namen rülpse? Ich weiß nicht mal mehr, wie man den schreiben soll. Lo. Oh, bitte sei mir nicht böse, aber ich muss schnell nachgucken, wie er heißt. Ich will das jetzt machen. Das war ja Loco, aber wie schreibt man das? Hier. Also L-O haben wir schon mal. Dann C. C. Look. Ah nein, wir haben U vergessen. Miss. C. Wir haben was vergessen. Das ist egal. D.
Okay, kann ich es nochmal versuchen? Wahrscheinlich. Ziemlich französisch, ne? X. Ah, okay. Ups, verrülpst. Ich fang nochmal von vorne an. Muss das wirklich sein? Okay, Entschuldigung. Moment mal. Hey, das war ja mein Name. Ich bin wirklich gerührt. Cedric, ab sofort bist du einer von uns. Du bist auf alle Ewigkeit mein persönlicher Clown. Hurra. Oje, was habe ich nur getan? Naja, jetzt können wir wenigstens mal rumgucken. Gucken, was da drin ist. Bomben. Da waren Bomben in den Satteltaschen. Die könnten noch nützlich werden. Was treibst du da? Bleib von den Flugtieren fern. Ist ja schon gut. Okay. Also kann ich hier nichts mehr machen. Mal gucken, ob wir mit den Astronomen retten können oder so. Stopp! Wo willst du hin? Ich dachte, ich schau mal nach, ob oben noch alles schön still steht. Abgelehnt. Ich lasse niemanden in die Nähe des alten Königs. Ich will mich selbst um ihn kümmern. Okay. Kann man hier irgendwas machen? Schläuche. Wenn wir die kaputt machen? Hey, Loco! Was ist? Du willst den Lauf der Dinge stoppen? Dann stopp erstmal das! Halt! Was tust du? Nein! Oh, oh, schnell weg hier. Ja, das denke ich allerdings auch. Du Törichter! Komm sofort zurück! Nein. Der andere steht einfach weiter da unten. So. Cedric, du hast dich befreien können. Ach, du meinst, ich habe mal was richtig gemacht? Kann doch nicht sein. Lass es gut sein und hilf mir bitte. Die Askiel waren nicht gerade zimperlich mit mir. Die Fesseln schneiden mir in die Haut und mich juckt es schon seit Ewigkeiten am allerwertesten. Okay. Komm vielleicht da. Ich sollte ihn vielleicht erst einmal losschneiden. Das finde ich aber auch.
Was kann man denn noch anwählen mit dem? Nicht trödeln, Sedgwick. Die Welten kollabieren. Okay. Nee, das habe ich ja schon versucht. Lichtstrahl, das wird mir auch nicht viel bringen. Teleskop. Hey, was tust du denn da? Das ist ein hochsensibles Instrument. Wahr. Das war ganz schön. Entschuldigung. Aber jetzt können wir dich losschneiden, du Affe. Warte, ich schneide dich los. Sei aber bitte vorsichtig. Jaha. Au! Was? Was habe ich denn jetzt schon wieder getan? Oh, nichts. Nur ein Krampf. Okay, jetzt können wir das Seil nehmen. Können wir das irgendwie benutzen? Zwecklos. Ich habe es kaputt gemacht. Können wir irgendwas verbinden? Das wäre gar keine schlechte Lunte. Das Einzige, was fehlt, ist ein wenig Petroleumsuppe. Oder vielleicht können wir es... Nein. Das Wasser? Nee, warte mal. Ins Öl. Gute Idee. Das Öl aus dem Tank dürfte ein adäquater Ersatz für Opas Petroleumsuppe sein. Ich denke schon. Wahrscheinlich fast noch besser. So. Jetzt können wir das mit den Bomben verbinden. Ja, das ist als Lunte genau das Richtige. Und jetzt können wir die vielleicht hier reintun. Oha, es sieht tatsächlich so aus, als hätte ich alle Komponenten für meinen Kanonenrohrtrick zusammen. So, und nun? Irgendwie was zum Stopfen, ne? Wie war das nochmal? Keine Ahnung. Okay, genau. Dann... Schwerer wird er. Vielleicht ist er genug schwer, um das zu machen. So, Spot. Ich hoffe, du weißt noch, wie der Kanonenrohrtrick funktioniert. Sei vorsichtig. Okay, jetzt muss nur noch das Ganze angezündet werden. Ich denke mal, der Lichtstrahl könnte das machen. Dort, wo der Wald am tiefsten ist, wird dem Auserwählten ein Licht den Weg weisen. Tiefer wird der Wald wohl nicht mehr. Und das hier scheint mir der letzte Lichtstrahl zu sein, den es in dieser dunklen Welt noch gibt. Ich hoffe sehr, dass das klappt. Sedgwick? Was tust du denn da? Geh lieber in Deckung, alter Mann. Gemeinsames Werk von N. Der König wird das zu verhindern wissen. Du hast es immer noch nicht verstanden, oder? Was? Was meinst du? Lass dich nicht von ihm verwirren. Schnell, Sedgwick, bring das Wasser des Lebens zum König. Aber... Sedgwick, was hast du getan? Loco? So beeil dich doch, Sedgwick. Lauf so schnell du kannst. Ich versuche, Loco aufzuhalten. Dann sprich nicht so lange. Oh Mann.
Okay. Ah. Keine Chance. Von hier aus komme ich da nicht ran. Okay, aber jetzt geh erstmal zum König. Zum Greifen nah und doch unerreichbar. Warum? Da komme ich niemals rüber. Ich sitze in der Falle. Oh. Mist. Oh oh. Du bist ein Narr, Sedgwick. Aber ich war der größere Narr, dass ich dir vertraut habe. Jetzt wird die Welt untergehen. Und es ist einzig deine Schuld. Ich hab eine Idee. Ich werde dich aufhalten. Das ist zwecklos. Wehre dich nicht dagegen. Ich hab eine Idee. Bitte. Brauche ich das, um den König zu heilen. Andererseits gehen mir auch langsam die Ideen aus. Ach, was soll's. Schlimmer kann es ja wohl kaum noch kommen. Bitte. Nein. Nein. Ist das Bot? Hallo, Eure Majestät? Was ist denn jetzt? Hier ist ja gar keiner. Aber der König und überhaupt, was ist das für ein seltsamer Raum? Es kann doch nicht alles umsonst gewesen sein. Hallo? Draußen war wohl nichts mehr, was wir vergessen haben, oder? Opas Hose. Opas Hose. Irgendwie habe ich gehofft, dass die nochmal wieder auftaucht. Hier mit bloßer Hand zu wischen wäre Irrsinn. Ich bräuchte einen feuchten Lappen. Wo sind Opas Taschentücher, wenn man sie mal braucht? In seiner Hose? Damit sollte ich den Staub abbekommen. Und los geht's. Was? Sind wir das? Wer bist du? Wo bin ich hier? Fragte Cedric, als er sich verwundert umsah. Der ganze Raum schien nur aus zwei riesigen Spiegeln zu bestehen, die sich gegenüberstanden. Dies hier ist die Welt zwischen den Spiegeln, antwortete der Junge aus dem Spiegel. Er machte eine seltsame Pause, bevor er fortfuhr. Und ich bin dein Spiegelbild. Cedric war sehr erstaunt, wie du dir denken kannst. Mein was? Mein Spiegelbild? Aber warum trägst du dann diese merkwürdige Kleidung? Der Spiegeljunge ließ diese Beleidigung nicht auf sich sitzen. Das musst du gerade sagen, konterte er. Und in diesem Moment erkannte Cedric, dass sie sich tatsächlich sehr ähnelten. Der Junge fuhr fort. Ich komme aus einer anderen Welt. Man nennt sie Wirklichkeit. Für einen kurzen Moment war Cedric tatsächlich sprachlos. Komm mit, ich muss dir etwas zeigen. Und mit diesen Worten geleitete der Junge aus der Wirklichkeit Cedric zu dem zweiten Spiegel. Cedric sah durch den Spiegel in die Wirklichkeit und erblickte denselben kleinen Jungen in einem Krankenbett. Er schien sehr fest zu schlafen, genau wie du. Cedric sah sich den Jungen im Bett genau an. Und schließlich wusste er, dass der Spiegeljunge recht gehabt hatte. Schließlich gelang es Cedric, seinen Blick vom Spiegel abzuwenden. Als er sich wieder dem Spiegeljungen zuwandte, warf dieser ihm einen aufmunternden Blick zu. Wir haben lange genug geschlafen, sagte er. Es ist an der Zeit, aufzuwachen.
Und das soll wirklich ich sein? Fragte Cedric ungläubig. Ja, antwortete dieser knapp. Sieh genau hin, du weißt, dass es stimmt. Aber Cedric musste nicht einmal mehr hinsehen. Was fehlt mir denn? Die Sorge in Cedrics Frage war kaum zu überhören. Wir liegen in einem sehr tiefen Schlaf, schon sehr lange, erklärte der Spiegeljunge. Sie nennen es Koma. Niemand weiß, ob wir jemals wieder aufwachen, fügte er leise hinzu. Ich dachte, ich treffe hier den König. Cedrics Stimme vibrierte. Er konnte sich einfach nicht von seiner alten Welt lösen. Diese Welt existiert nur in deinem Kopf, Cedric. Du bist derjenige, der die Entscheidungen trifft. Warum ausgerechnet ich? Wollte er wissen. Kann das nicht jemand anderes machen? Der Spiegeljunge setzte eine strenge Miene auf. Mein ganzes Leben war nur eine Geschichte in einem Buch? Cedric wollte es einfach nicht glauben. Der Spiegeljunge hingegen blieb geduldig. Vater liest uns aus einem Buch vor. Er hofft, dass wir ihn hören. Er hofft, dass wir auf diese Weise bei Bewusstsein bleiben. Offenbar war es nicht ganz unnütz. Dann war die blaue Gestalt ja unser Vater. Genau, ergänzte der Junge im Nachthemd. Er wollte uns zu Bewusstsein rufen. Und jetzt ist der Augenblick gekommen. Beide Cedrics strafften sich unmerklich. Trete durch den Spiegel. Du musst diese Welt zerstören, um in die Realität überzuwechseln. Aber was wird aus Bot, aus Opa, Ben oder Bobby? Würde er sie denn jemals wiedersehen? Cedric kannte die Antwort bereits. Sie haben nie wirklich existiert. Für mich schon, protestierte Cedric. Das da hinten, das war meine Welt. All meine Erinnerungen, all meine Freunde. An das da vorne kann ich mich nicht einmal erinnern. Ich weiß, beschwichtigte ihn der Spiegeljunge. Aber genau das macht das Leben aus. Es besteht einzig aus Veränderungen. Das kommt alles so plötzlich, musste Cedric zugeben. Der Spiegeljunge seufzte tonlos. Du kannst auch hier bleiben. Die Welt wird nicht zerstört, wenn du den Spiegel nicht durchbrichst. Luko hat recht. In der Welt, die hinter dir liegt, könntest du ein König sein. Und alles würde so bleiben, wie du es in Erinnerung hast. Die Entscheidung liegt bei dir. Cedric sagte es nicht laut, aber er war vollkommen ratlos. Ich denke, wir treten raus. Der Spiegel sah sehr massiv aus. Mit bloßen Händen kann ich den Spiegel nicht durchbrechen, dachte Cedric. Mit aller Kraft, die er aufbringen, durchbrach Cedric den Spiegel. Und in dem Moment schlug der wahre Cedric seine Augen auf und war wach. Mein Junge! Ja, er hat gerade ein kleines Tränchen verdrückt. Ja, das war die Geschichte von Cedric. Und also ich muss sagen, mit dem Ende hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Und ja, also ich bin wahnsinnig froh über das Ende. Es ist echt sehr, sehr schön gemacht. Die ganze Geschichte ist sehr, sehr schön gemacht. Und also den Entwicklern Hut ab. Also für so eine Geschichte ist wahnsinnig. Wahnsinnig, was ihr da erschaffen habt. Und ich kann das Spiel nur jedem empfehlen. Ja klar, jetzt kennt ihr das Ende, aber es ist wirklich mega gut gemacht. Und ja, ich hoffe, euch hat's gefallen und ich würde mich hier mit den letzten Bildern verabschieden. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Spiel wieder. Bis dahin und danke fürs Zuschauen von den ganzen Folgen. Wir sehen uns. Tschüssi.